Willkommen zu einer neuen Folge Rikes Welt. Heute nehme ich euch auf eine kleine Studioführung mit und zeige euch, wie es bei den Dreharbeiten zu unserer Oktoberfest-Folge so zuging. Also viel Spaß dabei! Wenn man morgens ins Studio kommt, dann geht man als erstes mal zu den Fächern. Die sind hier. Meins ist da ganz unten, Jacqueline Klaasen, alias Henrike Fährs. Da liegen Drehbücher drin und Änderungen und Drehpläne. Und da muss man immer mal reingucken, damit man nichts verpasst. Kommt mal mit. Das hier ist die Kantine. Vorne hängt unser schönes Ensemble-Porträt. Hier hängen aktuelle Artikel über die Serie oder über Schauspieler. Quoten, ganz wichtig. Wenn die schlecht sind, gibt es nichts zu essen. Das ist gerade ganz leere, alle arbeiten. Wir sehen mal, wie die arbeiten. Das kann man da hinten verfolgen. Auf dem Bildschirm ist immer zu sehen, was im Studio gerade gedreht wird. Hallo! Hi! Hier ist die liebe Sam. Hallo! Eliane, komm, bist du nicht in deine Wäscherei? Ja, ich mache Pause. Also, okay. Ich mache auch Pause und deshalb gehen wir lieber schnell weiter stellen. Ah, okay. In der Kantine sitzt auch gerade unser lieber Hermann. Und was macht er? Er guckt natürlich Rote Rosen. Vor wie letztes Jahr. Ja. Auf dem Weg ins Studio geht es durch die Rote Rosen Ahnengalerie. Hier wurde der Cast jeder Staffel verewigt. Jacquelines Zimmer gibt's so einiges zu sehen. Vor allem aber Glitzer. Hinter dieser Tür müsste es jetzt eigentlich ins Wohnzimmer gehen, aber das ist in einem anderen Studio. Um in das Studio zu kommen, gehen wir einen kleinen Umweg durch die Maske. Und durch die Ausstattung. Die frischen Requisiten dürfen wir übrigens jeden Freitag nach Drehschluss mitnehmen, damit auch nichts weggeschmissen wird. Und zack, sind wir in der Wohnung Klaasen. Hier in der Ecke wird übrigens mein Zimmer erzählt.
Viele Leute glauben übrigens, dass wir in den Tassen nicht wirklich was drin haben. Das stimmt aber nicht, die sind bloß nicht ganz voll. Das ist ganz praktisch, damit beim Spielen nichts überschwappt. Bleiben wir doch gleich in der Wohnung Klaassen, denn hier geht es jetzt direkt weiter mit den Dreharbeiten für unser Oktoberfest. Ich bin ihr könnt gleich nur kurz parallel, ich komme gleich zu euch. Ja? Das finde ich aber auch. Na, danke schön, Frau Rose, wenn Sie auch noch gerne einen Dirndl haben möchten. Ich habe noch einige hier auf der Stange. Ja, später vielleicht. Achso, es ist ein Blitzmove. Schon Feierabend. Okay, Paula gibt's nicht. Schon Feierabend? Clara übernimmt. Clara. Du schaust ja so zünftig aus. Steht dir sehr gut. Danke. Magst du ein paar ausgezogene? Gerne. Ich pack dir gern welche ein. Ja? Gerne, danke. So, Text. Text weiß ich jetzt nicht. Ja, genau, die Text. Soll man ein Foto machen? Komm, wir müssen mal wieder aus. Ja, warte. Das Beste ist, ich darf die ganze Zeit essen. Große fesche Hans, der bittet sie zum Tanz. Sie kann's gar nicht verstehen, steht, wat sie übersehen. Ja, Madel, zieh's Dirndl an, findst damit doch gleich ein Mann, kommst damit ganz groß raus, probier's ja gleich mal aus. Der Hans, der Frau, sagt dem Waldemar, Sophie war für ihn unscheinbar, verhuscht und völlig farbenlos. Jetzt hockt sie auf seinem Schoß, sein Blick, man darf's vermuten, fällt grad auf ihre. Madel, zieh's mir an, findest damit auch schneller Mann, findest damit ganz groß raus, probier's ja gleich mal aus. Ob kurz, mittel oder lang, drauf kommt's ja gar nicht an. Hauptsache Dirndl klein, ja das ist ein Mann. Madel, zieh's Dirndl an, kommst damit auch schneller Mann, findest kommst damit ganz groß raus, probier's ja gleich mal aus. Schön, super. Auszunehmen. Das ist dann auch.